Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei unserem Samsung-Fernseher ganz einfach die Helligkeit ändern können. Dafür klicken wir, wenn ihr so eine Fernbedienung habt wie ich, einmal auf die Menütaste. Falls ihr aber schon ein neueres Modell haben solltet mit einer Smart Remote Fernbedienung, dann klickt ihr erst einmal auf die Home-Taste, dann landet ihr im Home-Menü und da geht ihr dann ganz nach links zu dem Punkt Einstellungen. Auch da klickt ihr dann einmal drauf. Ganz oben haben wir alle dann die Bildeinstellungen und da klicken wir einmal drauf. Bei mir gibt es jetzt hier die ganzen einzelnen Einstellungen schon aufgelistet. Bei den neueren Modellen sieht das wahrscheinlich wieder etwas anders aus. Und zwar geht ihr da erst einmal zu dem letzten Punkt, müsste das sein. Das sind nämlich die Experteneinstellungen. Da klickt ihr also einmal drauf und dann seht auch ihr hier die ganzen Punkte wie Hintergrundbeleuchtung, Kontrast und da gibt es dann eben auch die Helligkeit. Wir klicken da also einfach einmal drauf und dann können wir hier die Helligkeit schon ändern. So wie das aussieht, hat das aber keinen Einfluss hier aufs Menü oder so. Ich kann die Helligkeit mal also wirklich richtig hochstellen. Sagen wir mal sogar auf 100% und dann klicke ich einfach nochmal auf OK. Beziehungsweise klicke dann einmal auf zurück und ihr seht es, ich habe die Helligkeit jetzt hier auf 100 gestellt, das Menü ist aber trotzdem noch genauso hell wie vorher, also sieht es so aus, als würde sich das eben nur auf die Bildeinstellungen beziehungsweise nachher aus Fernsehen und so weiter und so fort auswirken, nicht aber hier auf das Menü. Wichtig zu sagen ist aber auch noch, dass Fernseher immer wieder das Problem haben, dass der Bildschirm an sich einfach zu dunkel ist, also falls man kaum etwas erkennt, obwohl die Helligkeit hier normal eingestellt ist oder vielleicht sogar relativ hoch, dann liegt das wahrscheinlich nicht an der Helligkeit, sondern dann habt ihr generell ein Problem mit eurem Fernseher bzw. mit eurem Display. Auch dazu gibt es Videos auf YouTube. Schaut euch die also sehr gerne mal an. Wenn ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.